Also die Geschichte ist die mit der Caritas Pirkheimer. Man hat praktisch schon 100 Jahre vorher gesucht nach ihrem Grab. Und das war immer nicht klar, wo könnten das sein, weil die Beschreibung passte nicht zur Landschaft, bis man hier eine Treppe abgebaut hat. Die ganze Wand war verschalt, sodass also diese Tür überhaupt nicht in Erscheinung getreten ist und die war auch zugemauert. Und da, wo ich jetzt stehe, standen wir also an diesem 10. Oktober 1959, standen wir bis zum Bauch in der Grube, als die ersten wunderschönen im Sand, die wunderschönen Streifen auftauchten, wo man sagen konnte, das ist der vermoderte Sarg. Ne? Und dann sind wir noch weiter vorgedrungen und da lag sie ja. Also erstmal ist es natürlich unsere Namenspatronin, die Namenspatronin des Hauses. Es passiert relativ häufig, dass die Kollegen an der Rezeption gefragt werden, ob wir irgendetwas mit der Caritas zu tun haben. Toll, dass wir eine Frau als Namenspatronin haben. Die ist eine der letzten Äbtissinnen, das Kloster geführt hat. Und wie in einem Brennglas, das zeigt, was eine Akademiearbeit ausmachen kann. Ah, alles. Zum Beispiel Gerechtigkeit oder Freiheit. Solidarität oder eben auch Gemeinschaft. Dass es eine Frau ist, gefällt mir, weil die Kirche hat heute Nachholbedarf da. Dadurch, dass sie hier Namenspatronin ist, ist sie natürlich auch irgendwo schon auch ein Leitbild. Sie war ja eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, die für ihre Werte eingestanden hat und trotzdem auch immer im Dialog blieb. Und der Dialog ist immer so, dass der andere bei allen Meinungsverschiedenheiten trotzdem seine Würde behält, also auch Konfliktkultur. Also die Caritas Pirkheimer hat natürlich auch, wie man aus der Geschichte ja weiß, mit Melanchthon diskutiert über die unterschiedlichsten Religionsausrichtungen. Und wir hier auf dem katholischen Areal bekennen uns natürlich auch zum katholischen Glauben völlig klar, deshalb sind wir auch die katholische Akademie. Das Caritas Pirkheimer Haus ist ein Tagungshaus, aber kein klassisches Tagungshotel, sondern auch ein Haus der Bildung. Zu Zeiten Caritas Pirkheimers war es so, dass das Kloster häufig die einzige Möglichkeit war, für junge Mädchen Schulbildung zu erhalten. Das ist heute zum Glück anders. Aber immer noch ist natürlich Gleichberechtigung ein wichtiges Thema in der Gesellschaft, wo man weiter daran arbeiten muss. Für mich hier als Theologe am Haus ist wichtig bei der Caritas natürlich erstmal ihr Leben aus ihrem Glauben, aus ihrer Spiritualität, aus der Bibel. Und dann sind es vor allem zwei, drei wichtige Punkte, die für die Arbeit hier heute auch Brücken bilden. Erstens immer im Dialog bleiben. Zweitens Religionsfreiheit, Freiheit des Gewissens, Freiheit der Rede, ein sehr starker, fast schon menschenrechtlicher Aspekt. Der dritte Punkt immer Gemeinwohlorientierung. Das, was wir tun, muss dem Ganzen dienen, der Gemeinschaft, der Gemeinde, der Stadt, der Kommune. Und da finde ich besonders an Caritas Pirkheimer für heute auch wichtig, die Art und Weise, wie sie den Dialog führt. Zum einen immer wieder die eigene Position zu befragen und dass man sich aus einer religiösen, theologischen Reflexion auch immer wieder in die Tagespolitik einbringt. Also es ist so, dass natürlich auch in unserer politischen Jugendbildung es wichtig ist, denn immer wieder die anderen Meinungen, andere Positionen kennenzulernen und die Meinungsvielfalt sozusagen wiedergespiegelt zu bekommen und darüber zu reflektieren, sich auszutauschen, neue Argumente kennenzulernen. Denn nur so, wenn sich eine reflektierte Meinung bilden kann, fühlen sich Jugendliche dann auch imstande, irgendwie auch zu partizipieren und sich selbst für die Gesellschaft einzusetzen. Dass ich selbstbewusst werde und dass ich mich dann einbringe und mündig werde in gesellschaftlichen Fragen, aber auch in religiösen. Und daher ist es natürlich für uns Verpflichtung und Auftrag, uns immer wieder zu befragen, was heißt das heute? Dass wir sagen, wir sind natürlich auch offen für alle möglichen Diskussionen, die sich hier in der Gesellschaft ergeben. Und so versuchen wir, dieses Erbe natürlich auch mit Leben zu erfüllen und sagen, wir wissen, wo wir herkommen, aber wir sind offen für Neues und wollen natürlich auch immer wieder neue Erfahrungen in der Gesellschaft machen und viele Impulse auch in die Gesellschaft eintragen. 550 Jahre, während wir ja auch 500 Jahre feiern, also 500 Jahre Reformation, der berühmte Thesenanschlag. Natürlich hat es einen Bruch gegeben für dieses Kloster hier, aber neues Leben für die Akademie. Und ich persönlich bin überzeugt, dass es uns gerade jetzt gut tut, auf eine Umbruchszeit zu blicken, als Spiegel
dessen, wie Menschen Umbruchszeiten auch gestalten, weil es immer wieder Anlässe sind, darüber nachzudenken, wie müssen wir uns heute einbringen, welchen Fragen müssen wir uns heute stellen, wofür müssen wir auch Partei ergreifen. Und da ist uns Caritas Pirkheimer immer wieder ein gutes Vorbild. Ja, und wir versuchen halt hier im CPH das auch irgendwie weiterzuleben. Wir sollten nicht vergessen, dass wir ein Erbe haben von dieser Frau, ja, nämlich Freiheit des Gewissens, ja, und das sollte auch jetzt in diesem Haus weiter, diese Tradition sollte weiter in diesem Haus gepflegt werden.